Ganz ehrlich, so machen das die Profis. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wer fängt das Hecht? Mein Name ist Thomas und heute geht's wieder los mit dem Bellyboot. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie ich das Bellyboot klebe und wie ich diese Ruder dran mache. Heute gilt es einfach, das mal auszuprobieren. Meine Rutenhalter sind noch nicht da. Ich habe hier für hinten nochmal 2 Stück bestellt. Dementsprechend helfe ich mir so ein bisschen mit der Rute vorne. Eine Rute hinten und die zweite Rute habe ich hier in meine Savage Gear Box gesteckt. Die hat nämlich auch 2 Rutenhalter. Also nutze ich den einen Rutenhalter mal so. Nicht optimal, aber für meine Zwecke reicht. Und auf der anderen Seite beim Rutenhalter habe ich so meine große Zange mal reingetan. Vielleicht habe ich ja Glück und kriege heute noch meinen großen Hecht dran. Seitenrelings verbaut. Hier vorne wieder meine Kiste, wo ich meine genutzten Köder setzen kann. Hier sind so meine Schwimmsachen und jetzt springe ich mal kurz ins Bild, weil ich bin nämlich super am Schwitzen. Alleine nur hier diese 15 Meter runter zu tragen und das Bellyboot aufzupumpen, ist anstrengend. Ja, also missachtet das nicht. So ein Bellyboot ist zwar super komfortabel, aber ist eben auch Arbeit. Hier vorne an dieser Stelle haben wir so eine kleine Versenkung und ihr seht, überall springen die kleinen Fische. Also wird es wahrscheinlich auch schon reichen, heute sich einfach mal hier hinzustellen und so seinen Köder aus dieser Senke heraus zu sich zu ziehen. Aber das ist mir zu langweilig. Ich bin mit dem Bellyboot unterwegs. Normalerweise ist diese Sandbank auch unter Wasser. Also gehe ich davon aus, dass hier die meisten Stellen gerade mal einen Meter haben, wenn überhaupt. Aber auch dort kann man ja Fische fangen. Und da müsst ihr euch das vorletzte Video von mir anschauen. Der letzte große Hecht, den habe ich hier in der Region gefangen. Und da war auch nicht besonders viel Wasser. So, ich mache mich mal hübsch. Sprich, ziehe meine Warthose an. Und dann werde ich mich in die Fluten stürzen. Und ich bin echt sowas von gespannt, ob das mit den Rudern klappt. Aber wird interessant. Also Leute, so ein Bellyboot, das ist doch schon irgendwie so ein voll erhabenes Gefühl. Da kommen ja fast die Tränen, so geil ist das. Ich weiß nicht, ich kann euch das nicht beschreiben. Ich hatte jetzt wieder eine Zeit lang, wo ich irgendwie gesundheitlich angeschlagen war. Und dann ist so das Angeln oder so diese Ruhe am Gewässer, wobei, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, ich habe hier ein bisschen Sturm. Aber das gibt so viel zurück oder so viel Kraft. Ich habe gestern mit einem Angelkollegen telefoniert, der hat gesagt, er wäre jetzt auch das erste Mal mit dem Belly noch mal rausgefahren, er hat das erste Mal was gefangen und hat eben auch gesagt gehabt, wie genial das ist, auf dem Gewässer zu sein. Es ist halt was anderes wirklich, als jetzt hier von der Seite zu angeln nochmal. Also hier die Ecke, wo ich gerade bin, ich schwenke mal so ein bisschen. Kann man locker sich hinstellen, kann locker hier 40 Meter werfen, braucht man noch gar nicht. Und dann hat man sicherlich auch Fangerfolg, aber 60 Meter weiter eben nicht mehr. Und da komme ich dann mit dem Belly zum Einsatz. Das ist schon mehr als genial. So, jetzt mache ich diese Stange zu. Dann habe ich auch ein bisschen ein besseres Gefühl wieder. Ich muss wahrscheinlich aufstehen, weil ich so schwer bin, dass ich das Bellyboot natürlich noch innen schiebe. So, Stange drin, klack. Jetzt muss ich noch so meine Position herausfinden. Ich habe hier dieses Halteband. Das wird normalerweise mitgegeben zum Tragen vom Belly. Und ich habe mir das hier unten festgemacht. Habe also lustig passend zum Belly Karabiner besorgt. Und das ist jetzt eine Schnur. Ich habe die Flossen jetzt hinten in meiner Kiste. Aber da kann ich mich jetzt so abstützen. Seht ihr das? Und so bei diesem Abstützen kann ich beim Rudern noch mal ein bisschen mehr Druck ausüben. Jetzt mag der eine oder andere sagen, naja, da sind ja so kleine Ösen nur dran und das reißt ja bestimmt und bricht ein und Hunde gehen kaputt oder so. Mein altes Bellyboot habe ich das genauso gemacht. Bin ich 4 Jahre mit gerudert, war ich sogar noch 10 Kilo schwerer. Also sie haben das abgekonnt, aber
das zu kleben, also neu zu machen, mehr oder weniger das alte Zeug abzuziehen, neu zu kleben, ist eine Sache von halbe Stunde, Kostenpunkt 10er, mehr ist das nicht. Also diese Klebeteile für diese Ölen, die sind extrem billig. Und dann wird es neu geklebt und fertig ist. Ich habe unter dem Boot 4 von diesen Ösen nochmal geklebt, weil ich später das von hinten nach vorne ziehen möchte, um so ein bisschen diese Gewichtsverteilung nochmal zu verändern. Und vor allen Dingen, wenn ich das dann bei mir lagere zu Hause, dass ich es eben auch aufhängen kann. Viele Sachen atteste ich. Manche haben gesagt, Mensch, der macht Materialschlacht. Ja, ich mache die, aber ich mache die halt auch für euch. Ich klebe halt zum Beispiel fehlerhaft Schlösser drauf. Ich will das nicht, aber ihr könnt dann sehen, okay, wenn ich Ruder verbauen möchte, Schloss vorne, nicht so die coole Idee. Und so versuche ich euch halt irgendwie zu helfen. Weil nochmal, Ursprung meines Kanales war die Situation gewesen, dass vor 5-6 Jahren kaum was gab auf dem Markt, wo ihr hättet nachschauen können. Inzwischen haben sich so Firmen gegründet wie Lotto, 12 BNB und so weiter. Die hatten vorher ein kleines Programm oder die gab es halt noch nicht. Und dementsprechend musste ich ganz viel ausprobieren, um dieses Bellyboot für mich überhaupt erstmal begreifbar zu machen, fassbar zu machen. Und nutzt das einfach mal. So, genug geschwätzt. Blödele. Also als Angler hier von den Seiten her behaupte ich mal keine Chance. Die Wasserpflanzen sind einfach auch noch komplett als Decke hier. Also ich glaube nächstes Wochenende werde ich mit meinem Kollegen rausfahren. Wenn es jetzt nicht eine Woche durchregnet, kann ich das Gebiet hier schwer vergessen. Na, hier ist es jetzt ein Meter, ein bisschen mehr. Ist das genial. Meine Güte, was habe ich das vermisst? Also ich bleib dabei, ein Belly ohne Ruder ist kein Belly. Guck mal, wie ich vorwärts komme, das ist der Hammer, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe noch nicht mal die Flossen drin. So, und hier ist schon so die erste Stelle, hier versuche ich mal ein bisschen mein Glück. So, die Enten sind auch schon weg. Und da hinten der Vogel, keine Ahnung, was du bist. Bist du eine Ente oder bist du eine Gans oder keine Ahnung. So, und hier ist eigentlich so eine Ecke. Hier gibt es nicht ganz viel an Wassertiefe. Das ist ziemlich klar. Aber so an diese Bäume zu schmeißen, habe ich trotzdem Lust. Köder hat gerade einer mal so angefasst. Da sind eigentlich genug Haken dran, aber vielleicht hat er nur von der Seite den mal attackiert. Ein total klares Wasser. Dann kann ich schön sehen, wie der so immer links, rechts ausbricht. Ich versuche halt ziemlich dicht an diese Bäume da hinten zu kommen, weil ich halt irgendwie vermute, dass die da stehen. Und der Hecht reagiert ja auf Reiz. Das heißt, wenn man den so zwei, dreimal den Köder für die Schnauze schmeißt, dann hat er irgendwie keine Lust und dann denkt er sich, komm, den hau ich weg. Und da hinten einfach reingeschmissen und schon hat es gezuppelt, aber es ist ein super kleiner. Und weg ist er. Oh, das ist doch immer ein Elend. Das ist nur geil. Ich habe da hinten einfach gesehen, dass sich da was bewegt, dass da so eine Welle auf mich zukommt. Guckt euch das an. Und dann hat er sich sofort eingehakt. So, wenn wir das mal loskriegen. Okay, hat sich schon selbst losgemacht. Da soll mal einer sagen, dass in diesen nicht tiefen Gewässern kein Fisch wäre. Das ist totaler Schwachsinn. Das Schöne an dieser Konstellation ist wirklich, der Fisch ist im Netz. Ihr seht das. Und jetzt schön den Fisch von, der seht ihr hier unten,
schönen Fisch vom Köder befreien, ohne Stress. Durch die Auflage hier liegt das Netz auch ziemlich feste. Jetzt grabe ich mal den Kollegen mal rauf. Ich zeige ihn euch kurz und dann ist er wieder weg. Ich habe diese Welle auf mich zukommen sehen. Es waren zwei Hechte, die ja quasi hingeschwommen sind. Und dann habe ich ihm das Ding einfach vor die Nase geschmissen. Und so ein Angeln funktioniert eben auch. Also es muss nicht immer tief sein. Es muss nicht immer irgendwie unter den Büschen sein, sondern ihr müsst das beobachten, ihr müsst euch angucken, wo springen kleine Fische. Ihr müsst gucken, ob es Bugwellen im Wasser gibt. Okay, so ein Sichtfischen macht man halt höchst selten, also ich jedenfalls. Aber ja, funktioniert. Weiter geht's. Meine schwerste Baitcaster, die ich habe, die geht bis 100 Gramm. Die mal rausgeholt, das müsste ein Köder sein von Savage Gear. Und warum ich euch das zeige, naja, der bewegt sich unfassbar im Wasser. Unfassbar. Ich werfe den mal aus und dann ziehe ich mal rein und dann zeige ich euch, was ich meine. Wie gesagt, so eine Baitcaster, 100 Gramm, die kann ich halt nicht so schmeißen, wie ich mir das denke. Aber egal, jetzt ziehe ich den mal ran. Ich hoffe, man kann das sehen. Ey, der geht wie ein echter Fisch ab. Der bewegt sich so natürlich abartig. Ich bin jetzt wieder an so einer Ecke, wo ich sage, ey, das Wasser ist glasklar, ich kann richtig was sehen. Und jetzt habe ich so zweimal so einen weißen Bauch gesehen, der in meinem Köder hinterher ist. Ich habe jetzt so einen Einzelhaken mal genommen. Und ich drehe gleich mal die Kamera, damit ihr seht, wo ich stehe. Ich stehe nämlich direkt so unter einem Baum. Also einem Baum gegenüber. Nicht direkt unter, das wäre halt ungelegen. Aber direkt so vor einem Baum und ich glaube, da stehen sie drin. Und da werfe ich jetzt mal so meine ein, zwei Köder rein. Ich vermute aber, dass ich nicht mit meinem Gummiköder den krieg, sondern ich vermute eher, dass ich den mit meinem Köder kriege, der sich so ein bisschen schlingend bewegt, ein bisschen aggressiver ist. Ich zeige euch den nochmal. Den habe ich in unterschiedlichen Farben. Das ist so ein Gecko. Mal hier, da habe ich Einzelhaken vorne, hinten, Drillingshaken in der Mitte. Der ist normalerweise hat der drei Drillingshaken, das finde ich aber maßlos übertrieben. Und ich denke mal, der schwimmt so ein bisschen unter der Oberfläche. Ihr wisst, ich liebe diese Köder. Hier kannst du sowieso nicht tief angeln. Und ich denke mir, dass wenn er den schnappt, er den nicht wieder ausspucken kann, sondern dass er dann dran kleben bleibt. Ich habe jetzt auch mal meinen kleinen Anker gelichtet. Nochmal, hier ist es nicht tief. Hier ist es nicht tief, aber hier ist so eine ideale Umgebung. Das Wasser ist so ein bisschen grünlich, ist aber glasklar. Der Wind geht, das mag ich eigentlich auch immer. Die Fische lieben auch Wind, Wolken. Das ist jetzt gerade genauso ein Fenster, was man immer braucht. Die seltensten Fische tatsächlich bei Sonnenschein geangelt. So, und jetzt werdet Zeuge eines Angelwunders. Also, Gecko drauf, drehe mich gerade in Position, dann drehe ich die Kamera und dann seid ihr bei meinem ersten Gecko-Wurf unter dem Baum dabei. Dann bin ich mal gespannt, ob ich recht habe. Möglichst dicht unter den Baum kommen. Zack, das ist gut. Oh, hat sich leider verheddert, aber selbst mit diesen verhedderten, da hinten springen sie. Ist cool. Selbst mit diesen verhedderten fange ich ja. Okay, erster Wurf nicht. Habe ich mal wieder die Schnauze zu voll genommen. So, obwohl wir Herz haben, haben wir jetzt einen mega kleinen Köder genommen. Also wirklich einen ganz kleinen. Und selbst der ganz kleine Köder wollte ich dieser Hecht unbedingt nehmen. Guckt euch den kleinen Hecht an. Guckt euch diesen süßen kleinen Hecht an. Der wollte den unbedingt haben. Das ist abartig. Der ist auf so einen kleinen Gang. Ich habe hier eigentlich Barsche jagen gesehen. Und dann dachte ich mir, ach, so ein Barsch, auch nicht schlecht. Aber der wollte den unbedingt haben. Und jetzt ist wieder das Schöne, dass ich so ganz kleine Haken genommen habe.
auch das Tolle, dass das mit dem Netz so wunderbar funktioniert, dass ich die dort fangen kann und dann mir Zeit nehmen kann, meine Zange und alles zu holen. Und das ist echt ideal. So, probieren wir es nochmal. Ich versuche euch so ein bisschen die Geschwindigkeit bei dem Bellyboot zu zeigen. Also ich stoße mich immer so ein kleines bisschen mit den Füßen auf diesem Seil ab. Also es gibt auf jeden Fall Stabilität, dass ich mich nach hinten bücken kann. Und dann wirklich nach vorne gehen und dann nach hinten ziehen. Also wirklich wie ich zu Hause auch auf der Rudermaschine arbeite. Das macht hier keinen großen Unterschied, bis auf die Tatsache, dass ich hier natürlich einen anderen, nicht so einen weiten Bewegungsablauf habe, dass ich so weit runterkomme und die Beine auch nicht anziehen kann. Okay, das war gerade ein Geräusch, das könnte ich überhaupt nicht einschätzen. Was ich auch immer wieder mache, wenn ich im Bellyboot unterwegs bin, Angler lassen manchmal ihre Schnüre einfach hängen. Ja, also die werfen von irgendeinem Ufer, sind dann mitten im Geäst und kommen dann natürlich nicht raus. Und auch da gucke ich, ob ich die Schnüre vielleicht lösen kann, weil die natürlich für unsere Vögel auch immer wieder so gefährliche Fallen sind. Das ist irgendwie alles verheddert und ihr seht, das ist ordentlich Schnur. Der Nachteil von unserer Angelschnur ist halt, die hält. So, dann geht es noch tiefer runter, also geht es scheinbar schon ein bisschen länger. Ob ich das irgendwie wegmachen kann. Die Gefahr ist natürlich dann immer, dass ich mit meinen Ruten hier hängen bleibe. Aber irgendwie ist mir das lieber. Nächste Schnur hinter mir. Ich muss mal versuchen, da so irgendwie rückwärts reinzugehen. Mal sehen, ob ich hier hinkomme. Ich weiß, das ist für euch jetzt irgendwie nicht spannend, aber für mich ist es halt wichtig, dass ihr das einfach auch mal mitnehmt. Im Hintergrund seht ihr, ich habe auch so eine Tüte immer dabei. Und ich unterstelle ja nicht die Absicht. Ich habe ja auch schon viele Köder irgendwo ins, da komme ich jetzt dran, irgendwo ins Gebüsch gedonnert. Und habe es nicht mal rausgekriegt. Das ist jetzt wieder so eine typische Schnüre. Ja, und die geht halt ins Wasser, die geht ziemlich tief ins Wasser. Und die hängt irgendwo da oben. Die habe ich jetzt einfach abgerissen. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Aber trotzdem, wenn ihr die Chance habt, eure Schnüre mitzunehmen, dann macht das bitte, weil die verrotten so nicht. Und jeder Vogel, der hier sich auf diesen Ast setzt, läuft halt Gefahr, dass er hängen bleibt und elendig verreckt. Und das gehört halt zu der Verantwortung eines Anglers dazu. Aber ich brauche euch nicht so erzählen. Ihr seid ja Teammember meines Werfängt-Hecht-Teams und von daher macht ihr das ja sowieso. Angeln ist nicht für Weicheier.